Wie ist es bei dir so? Gibt dir das künstlerische Projekt oder die künstlerischen kreativen Projekte, die du im Privaten machst, auch für den Berufsalltag, für den, sagen wir mal, Brotberuf, Energie und Input? Auf jeden Fall. Also wenn ich mich da in diesen Projekten einarbeite, dann kann ich genau sowas mitnehmen, weil man ja jeden Tag auch selber dazu lernt, auch für den beruflichen Alltag und auch umgekehrt. Ja, aber geht es ums Lernen oder geht es um das Lernen, sich auszudrücken auch in dieser Kunstform des Films, oder? Genau, also es geht prinzipiell, geht es mir ums Filmmachen immer nur um die Geschichte. Mhm. Die steht im Vordergrund. Wenn man eine Geschichte hat, die einem interessiert, beziehungsweise auch andere interessiert und diese Leute dann auch, es auch bei den Leuten ankommt, mhm, und das dann eine Aussage hat, die ein gewisses Zielpublikum hat, dann. Was mich interessiert, ist auch das Ästhetische, ja, die Optik von der ganzen Produktion. Das heißt, da ich ja selber Kameramann bin, interessiert mich auch jetzt eine hochwertige Bildqualität, die jetzt zum Beispiel vergleichbar ist mit größeren Projekten, weil die jetzt zum Beispiel auch hohe Bildqualität haben. Ich wollte gerade fragen, was ist es in deinem Fall für eine Ausbildung? Was hat dich eigentlich zum Filmemachen gebracht? Was war so die Initialzündung? Hast du was gesehen im Fernsehen oder im Kino? Oder? Ja, also Filme habe ich immer schon gerne angeschaut, als Kind und immer wieder weiter auch Filme angeschaut. Mhm. Und Fotografie hat mich auch interessiert. Und ich wollte immer gern bei einem Film dabei sein, beziehungsweise bei einer Produktion. Wollte ich mal einbringen und schauen, wie machen die das, wie ist das hinter der Kulisse, wie passiert das. Also in welchem Alter hast du Stephen King Filme angeschaut? Das würde mich mal interessieren. Bist du da mit 12 Jahren schon im Keller gesessen und hast du einen Stephen King Film angeschaut und das hat dich dann so beeindruckt? Oder? Noch nicht, nein. Also ja? Das hat ja deutlich später angefangen, weil Horror, das war ein Genre für mich, das ich nicht von Anfang an gern angeschaut habe, weil man sich da auch gruselt. Nicht? Yeah. Das war nicht selbstverständlich. Das hat eher später begonnen, wo ich mich dann auch fürs Gruseln hergeben konnte, weil ich wollte mich einfach fürchten und das so verfolgen. Das hat mich dann gefesselt und ich denke, im Film kann man eigentlich alles darstellen, was man möchte. Mhm. Und das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht real, sondern ein Film, ja, und so kann man sich das dann vorstellen, dass ich dann auch mich das, der Horror-Genre dann doch noch interessieren konnte. Wenn ich die Geschichte habe, beziehungsweise wenn ich etwas Spezielles im Film drinnen haben möchte, was ich habe, wenn ich der Produzent bin und dem Autor den Auftrag gebe, für mich ein Drehbuch zu schreiben, dann besprechen wir das alles komplett durch und so entsteht dann das Drehbuch und in diesem Fall ist es die Literaturvorlage, wo auch die Möglichkeit ist, die Geschichte emotional oder rational zu erzählen und eben auch die filmische Variante, die literarische Variante. Und da bleibt dann einiges jetzt noch offen. Da kann ich mehr dann dazu sagen, wenn das dann soweit ist. Mhm. Das heißt, bei dir ist eigentlich das von Anfang an schon sehr professionell aufgezwirbelt, wer was macht in der Produktion. Oder ist da gleich von Anfang an bei dir Geld im Spiel? Gehst du da in Vorleistung? Weil der Autor, der den Auftrag von dir bekommt, so ein Drehbuch zu entwickeln, dann wird das ja auch nicht gratis machen. Das denke ich immer, dass das Schwierige ist für junge Filmemacher oder für kleinere Projekte. Oder wenn du sagst, du machst einen Kurzfilm. Freunde von mir planen auch solche Projekte und da scheitert es immer ein bisschen an der Zeit oder an der Motivation oder an sowas in die Richtung. Ja. Gehst du da gleich mit Geld ein oder hast du wirklich Leute um dich, die sagen, na, das interessiert mich so sehr, ich entwickle das Drehbuch jetzt einmal und dann schauen wir, was passiert. Also für dieses Projekt hier jetzt, worüber wir sprechen, das ist ein professionelles Projekt, da ist auch Geld im Spiel, nicht? Mhm. Das heißt, jeder Beteiligte an diesem Projekt kriegt eine Gage. Mhm. Das ist ja ein wahnsinniger Spagat, ganz ehrlich. Wie schaffst du das, dass du da dann eben noch kreativ arbeiten kannst? Du kümmerst dich um die Produktion und das ganze Team vom Drehbuch an. Du bist ja komplett bei einer Serie, würde man sagen, Showrunner eigentlich. Oder du hast ja die grundsätzliche Idee, alles läuft irgendwie über die, das Geld auch, Verträge. Und dann stehst du aber gleichzeitig am Set, machst ja auch Regie, nehme ich an, und Kamera dann auch noch. Ich selber werde nicht Regie machen. Das
weil ich mich auf meine eigene Arbeit konzentrieren möchte. Mhm. Ich möchte bei der Kamera bleiben. Am Set selber bin ich nur für die Kamera zuständig. Mhm. Sonst ich kümmere mich um keine anderen Sachen. Im Vorfeld, bei der Projektentwicklung, in der Vorproduktion, da mache ich schon die Produktionsleitung bzw. die Produktion selber. Aber ich möchte auch mit einem professionellen Regisseur zusammenarbeiten, der seine Aufgabe hat. Ich habe meine Aufgabe. Mhm. Und da habe ich natürlich auch schon Leute im Kopf und so weiter. Aber da geht es schon in den Bereich, wo dieser Regisseur erstens auch schon über 50, 60 Kinofilme gedreht hat, mhm. Der dann auch schon relativ erfahren ist, beziehungsweise älter ist auch. Ja? Mhm. Aber wichtig ist ja auch, noch so professionell wie jemand auch ist, mhm. Wichtigste ist ja, dass sich jemand kreativ einbringt in das Projekt. Und wie sehr intensiv beschäftigt er sich mit der Sache. Mhm. Und wenn diese zwei Punkte von einem wirklich da sind und fokussiert auf das Projekt dann zugeht und das auch durchsetzt, dann denke ich, hat er es verstanden und meint es auch wirklich ernst, beziehungsweise und meint es dann auch gut, um das Projekt weiterzubringen. Ne? Willst du der Menschheit etwas sagen mit deinem Werk? Fußspuren im Sand hinterlassen, ein Filmmeisterwerk schaffen und 5 Oscars dafür kriegen irgendwann. Ja, also. Ist es der Erfolgsgedanke, weißt du, was ich meine? Oder was treibt dich da an? Hast du da eine Idee? Naja, Erfolgsgedanke, denke ich, hat so ziemlich jeder. Jetzt einmal nicht direkt ganz oben sich diesen Gedanken haben, wie du jetzt sagst, mit Oscars, oder, ja. Beziehungsweise nicht das gleich als Ziel zu haben, sondern ich möchte mit dem Werk, mit dem künstlerischen Projekt, den Menschen eine Geschichte erzählen, die nicht nur kommt und geht, sondern auch hängen bleibt, dass die Leute sich auch daran erinnern können und dass eine Aussage hat, die das Zielpublikum dann auch wirklich anspricht. Wenn das zum Beispiel zur Premiere kommt und wenn die Leute dann dort sitzen und sich das anschauen, und da gibt es ja meistens auch bei der Preisverleihung gibt es dann so ein Voting, zum Beispiel einen Publikumspreis, das ist ein Award, wenn sich da die Beteiligten dann für diesen einen Film entscheiden, ist für mich eigentlich das Schönste, weil da hat sich vorausgesetzt, dass man dann die meisten Stimmen hat, um diesen Preis zu kriegen, sagen wir jetzt so und so viele Leute. Wenn diese Leute sich dann für diesen deinen Film abstimmen und sagen, ja, für mich ist das dieser Film, dann löst es in mir etwas aus, wo ich mir denke, ich habe ein Ziel für dieses Projekt erreicht. Und das ist schon Bestätigung eigentlich, oder? Ja, also Anerkennung, Bestätigung bezüglich für alle Beteiligten dann, ja. Und das Schöne ist ja auch, wenn man da gemeinsam dann dort sitzt und sich das anschaut. Und das ist ja ein tolles Gefühl dann auch, wenn alle dann auch dabei sind, die daran beteiligt waren. Wir brauchen noch ein bisschen Informationen zu István Pinter als Person, glaube ich. Ich muss dich fast noch fragen, wie bist denn du aufgewachsen? Wo bist denn du groß geworden? Was hast denn du gelernt? Wie war denn da das Umfeld? Ja, ich bin in Wien aufgewachsen. Und bei deinen Eltern? Ich bin bei meinen Eltern aufgewachsen in Wien, genau. Und wohne auch schon natürlich seit über einem Jahrzehnt alleine. Also es ist wohne zwar nicht alleine, aber mit der Freundin, genau, wohne ich zusammen, schon seit über 8 Jahren. Ah, okay. Und also noch nicht verheiratet, aber schon so lange zusammen, dass man eigentlich unzertrennlich ist, oder wie? Genau, so sehe ich das nämlich, dass man sich schon so weit befindet, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und ja, ich möchte auf jeden Fall auch in Wien weiterhin leben. Für mich ist es auch auf jeden Fall die lebenswerteste Stadt.
Wenn man jetzt zum Beispiel Urlaub macht, war das ja ein kurzfristiger Aufenthalt, aber ich bin, dadurch, dass ich hier groß geworden bin, auch das Grätzl habe, wo ich da bin, es ist für mich vertraut, dort habe ich eigentlich alles. Und dadurch, dass man schon von Kind auf dann dort sich seine Zeit verbracht hat. In welchem Grätzl ist es denn eigentlich? Also Margareten. Das ist der 5. Bezirk. Ja. Dort bin ich groß geworden und wohne immer noch dort. Also bin ich einer der wenigen Lustigen, die dann noch immer dort wohnen. Ne? Naja, wieso nicht? Ja, klar. Du bist also wirklich von Kindesbeinen, also als Baby warst du schon in Wien. Genau, sozusagen. Genau. Okay. Es hat sich so lang durchgezogen, dass ich gar nicht mehr weg möchte. Und okay. Zufällig, sage ich jetzt einmal, in Anführungszeichen, auch im selben Haus. Ne? Oh, okay, ja super. Also praktisch. Die Eltern sind im selben Haus wie deine Wohnung jetzt, meinst du, oder? Also, oder einfach wir haben mal im selben alle Haus. Gemeinsam zusammen gewohnt. Und natürlich die Eltern umgezogen. Okay. Und ich bin dann praktisch dort geblieben, weil ich nie weg wollte. Für mich war das der einzige Ort, wo ich dann wohnen wollte. Und das will ich bis heute irgendwie gar nicht weg. Das glaube ich. Du hast jetzt vorher schon angesprochen, bezüglich deiner Freundin, dass man sich darauf verlassen kann, ist da wichtig. Ist das etwas, was du in deiner Jugend vielleicht ein bisschen vermisst hast, dass man sich darauf verlassen konnte, womöglich? Naja, ich finde, dass man im Laufe der Zeit, wenn man desto erfahrener man wird, im Gegensatz auch zu früher, sich dann auch, wenn man dann eine Gefährtin hat, einen Partner, dass wenn man mit dem dann länger zusammen ist, dass das eine Bestätigung dafür ist, was man nicht hatte, nicht? Dass man desto mehr Zeit vergeht oder ab einem bestimmten Level, sage ich jetzt einmal, auch wenn es ein paar Jahre sind, hat man dann eher eine längerfristige Beziehung, als wenn man jetzt im jugendlichen Alter keine Langzeitbeziehung hatte. Und wie machst du beim Filmemachen? Hast du da eine regelmäßige Crew, wo du immer wieder mit den gleichen Leuten zusammenarbeitest oder würfelst du das Team wild zusammen? Ja, es kommt immer aufs Projekt an. Ich habe da natürlich viele Leute, die ich auch kenne, mit denen ich sehr gern zusammenarbeite und das sind dann auch manche dabei, die auch einem bleiben. Prinzipiell arbeite ich auch immer sehr gern mit immer neuen Leuten auch zusammen, die dazukommen und lerne auch immer wieder neue, auch tolle Leute kennen, die dadurch über diese Projekte und von der Schulzeit damals kennt man noch Leute, von der Arbeit, da entwickelt sich immer wieder das Netzwerk immer wieder neu. Jetzt hast du gesagt Margareten. Von Geburt an bist du dort groß geworden. Jetzt muss ich noch mal kurz darauf zurückkommen, weil ja so viele andere kreative Personen schwärmen von verschiedenen Orten, wie zum Beispiel Venedig, was so inspirierend sein soll, oder du gehst irgendwie, keine Ahnung, nach Spanien, auf Madeira, kommen einer Bestseller-Autorin zum Beispiel immer wieder die Ideen. Ja. Oder auch Musikproduzenten, die halt irgendwie auf Ibiza zu Hause sind, neben Politikern, die ab und zu mal dort urlauben. Aber wie ist es bei dir? Inspirieren die andere Orte auch oder kommt der ganze kreative Power nur aus Margareten? Mich interessiert prinzipiell die ganze Welt. Ja. Das heißt, nicht nur Urlaub zu machen, sondern ich möchte auch sehr gerne beruflich in anderen Ländern tätig sein. Also wenn der Beruf mich irgendwo hinbringt, jetzt zum Beispiel nach Spanien oder nach Italien, dann ist das auf jeden Fall etwas, was ich sehr gerne machen will. Aber wie gesagt, wohnen selber möchte ich gern zu Hause, wo ich zu Hause bin, auch wenn es jetzt mal eine längere Zeit mich woanders hinschleppt. Sei es beruflich oder was halt anfallen kann. Ja. Was sind denn so deine Lieblingsfilme derzeit? Eigentlich. Ja, also es ist da eher sehr breit gefächert. Also ich schaue sehr gern Netflix an, weil beim Netflix hast du wirklich die Auswahl über verschiedene Genres, was dich interessiert, was einem halt gern liegt, von Horror bis zur Komödie. Und da schaue ich auch immer wieder Ausschau nach neuen Werken, beziehungsweise was halt so angeboten wird. Ne? Und da sind immer wieder spannende Projekte dabei, die mich fesseln und die mich dann wirklich mit in die Geschichte reinziehen und mich dann durch den Film bringen.
Und dieses Gefühl möchte ich haben, wenn ich einen Film anschaue. Konkret zum Beispiel? Gibt es ein paar Sachen, die du konkret benennen kannst von Netflix oder andere Sachen, die dich derzeit interessieren? Oder du beschäftigst damit? Sind Serien auch? Serien schaue ich eher weniger, weil ich möchte schon gerne einen Film anschauen, der jetzt über eine Stunde geht oder zwei Stunden lang dauert, wo ich von Anfang bis Ende das dann mitverfolge. Serien habe ich mir auch angeschaut, aber das ist dann eher die Ausnahme, dass ich jetzt zum Beispiel eine Serie bis zur Staffel 15 oder so mir wirklich kontinuierlich jede Folge dann so anschaue. Da möchte ich lieber gerne einen ganzen Film anschauen, oder ich finde eben eine Serie, die dann mich wirklich fesseln. Manche Serien sind Haus des Geldes zum Beispiel hat mich gefesselt. Haus des Geldes. Mhm. Das ist eine Serie in Netflix, die ich mir komplett bis zum Schluss angeschaut habe. Mhm. Und kann ich eigentlich jedem empfehlen, wenn er das anschauen möchte. Mir fällt auf, in letzter Zeit geht der Stil irgendwie gerade auf Netflix bei spannende oder Horror-Serien ja eher in die Richtung, dass die gedreht sind wie ein sehr langer Film irgendwie. Kommt mir vor. So Ratchet wäre so ein Beispiel oder Spuk im Hill House zum Beispiel. Das kann man binge-watchen quasi. Das kannst du wirklich von der ersten Folge bis zur zehnten Folge komplett durchschauen. Und es hat nicht wirklich eine abgeschlossene Handlung. Es ist eigentlich ein aufgesplitterter Film, der einfach 10 Stunden dauert irgendwie. Ja. So kommt mir das vor. Ja. Und dadurch sparen sie wahrscheinlich auch toll in der Produktion, weil es ja wirklich wahrscheinlich einfach nicht in Serien gedreht, nicht in Episoden dreht wird, schätze ich mal, weil es doch so in einem zusammenhängend ist irgendwie. Ja. Oder American Horror Story hat oft abgeschlossene Handlungen auch ein bisschen, aber das wirst du wahrscheinlich auch geschaut haben, nehme ich mal an, oder? Das ist ja jede Staffel ein bisschen anders, mit anderer Handlung und so weiter. Würde dich sowas auch interessieren? Eben, so Showrunner-mäßig zum Beispiel für Netflix sowas zu produzieren? Oder eben auch als Kameramann oder wie auch immer. Wo siehst du dein Schwerpunkt eigentlich? Wirklich Kamera und Produktion derzeit? Oder? Also mein Schwerpunkt sehe ich primär in der Kamera als Cinematographer. Mhm. Und da übernehme ich auch sehr gerne auch bei größeren Projekten diese Verantwortung. Mhm. Dann zusammen mit dem Regisseur, dass man dann das Visuelle veranschaulichen kann. Das ist auch die Frage, wie weit wird man vom Regisseur dann eingebunden, und natürlich macht der Kameramann Vorschläge und versucht das in Bildern zu denken, hört sich an, was der Regisseur zum Sagen hat und denkt dann in Bildern, der Kameramann selber. Und wenn man sich, da gibt es meistens ein bewährtes Team, die sich dann über Jahre lang schon zusammengearbeitet haben und sich kennen, und die nimmt man dann auch gerne, auch bei größeren Produktionen. Mhm. Aber es ist halt auf jeden Fall das, worauf ich mich spezialisiere. Ich übernehme halt dann gerne auch die Verantwortung dafür. Und schneiden, das mache ich auch gern. Mhm. Und bin halt auch ziemlich viel unterwegs, auch beruflich, also ziemlich viel draußen, egal ob kalt oder warm ist. Danke. Da könnt ihr einen großen Office-Soft haben, bitte mit Leitung, mit Soda. Danke. Magst du was? Momentan nicht. Danke. Okay. Verstehe. Also alles, was mit dem Bild zusammenhängt, das heißt aber eben, deswegen frage ich ja, Licht, hast du da einen eigenen Menschen dafür? Also Licht gehört zur Cinematography zuständig dazu. Mhm. Das heißt, der Kameramann, das ist einer für den Spielfilmbereich, da gibt es auch den Chefkameramann, den Director of Photography. Mhm. Das ist auf jeden Fall die Position, die ich anstrebe, weil der auch mit Licht arbeitet. Mhm. Und für Licht gehört für mich auch dazu. Und du hast aber auf jeden Fall auch noch andere Leute, die dir helfen, das aufzubauen und das einzustellen, quasi eben nach Anweisung. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo man nicht immer alles selber machen kann. Wenn man jetzt Drehbuch schreibt, okay, und dann macht man noch die Produktion, dann ist man noch Kameramann. Aber letztendlich
Brauchst du deine Operator bei der Kamera, genauso die du ja auch einweisen musst, also die anderen genau. Kameraleute, die die Kameras bedienen, nach Anweisung auch. Das heißt, du bist ja eigentlich eh schon automatisch, hast eh schon 10 Leute oder so in der Regel, die unter dir arbeiten als Director of Photography, oder? Genau, also in der Abteilung selber hast du dann natürlich auch viele Leute, die dann zum Beispiel als Operator dann fungieren und zum Beispiel, wenn wir mit zwei Kameras drehen oder kann auch natürlich mit mehr, aber mit zwei Kameras stimmt dann immer der Anschluss. Mhm. Und das ist dann auch ein Grund, warum ich oder man das macht, um auch viel Zeit zu ersparen, weil es natürlich auch schneller geht. Mit zwei, du hast Perspektiven auf verschiedenen Winkeln. Mhm. Und das ist auch, das sind die primären Gründe, die auch für die mehrere Kameras sprechen, eben auch der Anschluss. Gell? Und beim Licht zum Beispiel, dann hast du einen Oberbeleuchter, der ist dann zuständig in der Lichtabteilung für das Licht. Ist dann natürlich auch unter Anweisung des DPs. Mhm. Aber der Oberbeleuchter hat dann auch den Beleuchter und dann einen Zusatzbeleuchter, einen Licht, einen Assistenten. Und Was ist für dich der große, hast du einen großen Traum, den du da verfolgst? Oder schaust du einfach mal, wohin dich die Reise führt? Naja, also prinzipiell kann man ja nie eigentlich 10, 15 Jahre vorplanen. Man kann sagen, vielleicht, was mache ich in einem Jahr so konkret, wenn man wirklich dafür brennt. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall einen Plan. Nicht? Mein Ziel ist es ja eigentlich, Kinofilme zu drehen. Das ist, was ich machen will. Einen professionellen Spielfilm zu drehen oder eben mehrere, wo ich mich dann als Kameramann einbringen kann. Das ist eigentlich mein Ziel. Ja. Ist es in Wien überhaupt so einfach möglich oder wäre nicht Berlin oder München eine bessere Basis dafür? Also in Österreich gibt es schon einige Produktionen. Zumindest gibt es auch Independent-Filme, die jetzt unabhängig finanziert werden, produziert werden, die jetzt auch eine relativ, jetzt einmal etwas größere Produktion ist. Ja. Aber es gibt immer Luft nach oben. Das ist jetzt dann, die dann versuchen, auch über Investoren oder eben Sponsoren und Product Placement dann verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten dann zu bekommen. Und das ist auch eine Möglichkeit und eine Chance darin, um sich auf einem Weg bis zum nächsten Schritt dann zu etablieren. Beziehungsweise Deutschland hat ja auch viel mehr Einwohner als Österreich und dadurch gibt es ja auch mehrere Jobangebote. Ja, das ist mehr Geld im System einfach, oder? Ja, weil viel mehr Konsumenten da sind, viel mehr potenzielle Zuschauer irgendwo. Ich denke mir halt einfach auch, Österreich ist halt generell ein bisschen ein Entwicklungsland, immer noch, was das betrifft. Ja. Ich meine, überhaupt jetzt mit Corona, wo ja die ganzen Filmproduktionen einmal angehalten werden mussten, was der Branche zusätzlich einen Schlag in die Magengrube versetzt hat. Ne? Auf jeden Fall. Und bei uns ist halt alles irgendwie vom ORF abhängig, ne? Ob du jetzt einen Film dran kannst oder nicht. Irgendwie hängt sehr viel von Filmförderfonds ab, ob du dann die Burg Hohenwerfen in gutem Licht darstellst, keine Ahnung, aus touristischen Zwecken und so weiter. Ich denke mir dann immer, ich kotze gleich. In Deutschland kriegst du Filmförderung, wenn du einen Film in Berlin drehst, leichter und weniger Vorschriften, die damit verbunden sind, wie in Österreich zum Beispiel. Ja, natürlich ist es auch einfacher, wenn größere Produktionen jetzt die Förderung stellen und dann ist es natürlich leichter für alle Beteiligten. Man kann es ja probieren, nicht? Es gibt ja mehrere Stellen, wo man zum Beispiel in Wien selber um Förderung anfragen kann. Gefördert werden meistens Spielfilme ab 90 Minuten. Wie erzeugt man Spannung? Weil du ja mit dem Schnitt auch vertraut bist. Ja? Und es ist immer wieder faszinierend, ob man es schafft, eben, dass da wirklich Spannung sich aufbaut oder ob es zu offensichtlich ist, teilweise was die Action betrifft. Kann man, also dass quasi der durchschnittliche Zuschauer angesprochen wird oder halt. Ja, es soll auf jeden Fall auch einige Wendepunkte haben. Und die Dramaturgie ist sehr wichtig in der Geschichte. Und das ist eben auch der Moment, wo ich dann auch in der Drehbuchentwicklung zusammen mit Dramaturgen sitze, die dann auch aufzeigen,
das Drehbuch befindet sich in diesem Stadium, es gehört noch weiterentwickelt und diese Lösungsansätze habe ich, um es noch spannender zu machen, um es noch lustiger zu machen, oder es soll die lustigste Geschichte überhaupt sein oder in so eine Richtung, nicht? Mhm. Und das gilt dann recht früh zu machen und jetzt bei einem Kurzfilm ist es noch auf jeden Fall einfacher, jetzt 14 Seiten vielleicht noch einmal auf den Kopf zu stellen und noch einmal umzuschreiben, als wenn ich 100 oder 110 Seiten. Mhm. Und aber es soll auf jeden Fall noch, das Drehbuch soll auf jeden Fall noch dieses Jahr fertig werden. Das ist mein Ziel für den ersten Schritt. Mhm. Und ich bin halt auf laufenden Verhandlungen mit anderen Gewerken. Du hast ja schon ein paar bekannte Leute gewinnen können für ein letztes Projekt von dir, wo wir schon mal gesprochen haben, der Christoph Felbel beispielsweise, oder? Ja. Und noch einen anderen, Reinhard Nowak, gell? Ja. Wie hat denn das funktioniert eigentlich? Naja, man kennt ja die Leute auch aus dem Beruf und dann stellt sich die Frage, ja, ich denke mir, ich möchte gern diese Person involviert haben in dem Projekt. Und dann hat sie das eigentlich leicht ergeben. Ne? Die Kontakte, die weiten sich ja im Laufe der Zeit immer weiter aus. Ja. Mhm. Und es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich muss dazu sagen, das war ein Studentenprojekt, das war der Kurzfilm Verhängnis, mhm, den ich produziert habe und auch die Kamera gemacht habe, regiert, geführt, Reinhard Nowak. Das, okay, haben wir dann zusammen geschaut, dass wir das dann gemeinsam, die Regie quasi, mhm, rüberbringen, aber primär war der Reinhard Nowak für die Regie zugeteilt. Mhm. Weil der Kameramann arbeitete eng mit dem Regisseur zusammen und durch diese intensiven Einbringungen der Vorschläge seitens des Kameramanns sind wir auch sehr gut zurechtgekommen. Und dieser Film, das Verhängnis, also Verhängnis, mhm, hat dann Premiere gehabt in Wien beim Austrian Film Festival 2019 und da haben wir den Publikumspreis bekommen, den Austrian Indie Adler. Mhm. Und das war ja ein sehr schöner Moment, du hast ja mehrere Kritiker, die dann für deinen Film stimmen. Mhm. Und da war der Saal voll gefüllt. Wir haben auch diverse Zeitungsartikel gehabt, auch Interviews beim Fernsehen, Thriller ist auch gezeigt worden. Und dann jetzt vor kurzem gab es noch einen Preis, den Jurypreis für den besten Kurzfilm-Thriller, mhm, beim Jharkhand International Film Festival. Es ist in Indien. Okay. Das Projekt hat insgesamt zwei Preise gewonnen, einmal den Jurypreis und einmal einen Publikumspreis als Studentenprojekt. Und jetzt ist das war schon vor einer Zeit und diese Studentenzeit ist auf jeden Fall schon beendet und jetzt möchte ich einen professionellen Spielfilm produzieren, der das dann auf eine Level hebt. Was immer wieder rauskommt dabei, wenn ich die so reden höre über die Arbeit am Set, ist diese ganz klare Aufgabenteilung irgendwie, gell? Kommt mir vor. Ja. Ist das, warum ist das so besonders wichtig? Ja, prinzipiell ist ja die Hierarchie gegeben von den ganzen Departments her. Mhm. Der Entscheidungsträger am Set ist der Regisseur. Mhm. Der Produzent ist ja nicht am Set. Oder selten. Und dann ergeben sich immer wieder die Zusammenarbeit mit dem Regisseur und jeder hat halt seine klare Aufgabe, darum auch diese Hierarchie. Der Assistent hat das zu befolgen, was der Chef-Maskenbildner zu sagt und hilft aus und macht einen durchaus tollen Job auch. Ja.
Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie besonders gewertet, sondern es ist eine klare Aufgabeneinteilung, wer wie viel Verantwortung letztendlich übernimmt. Und das ist jetzt nicht irgendwie gewertet, sondern das ist der Verantwortungsbereich, der gewählt wird. Ja, das ist es. Du sprichst immer wieder von Verantwortung, die du übernimmst, wenn du Director of Photography bist, und auf der anderen Seite eben von dieser klaren Arbeitsaufteilung oder Verantwortungsaufteilung. Deswegen frage ich nur, warum ist das so Faszination für dich? Weil lustigerweise, ich habe schon mit ein paar Filmemacher gesprochen, ist das für dich nicht so ein primäres Thema eigentlich, also wenn man darüber spricht. Ja. Es ist manchmal ein bisschen, du hast das Gefühl, es ist ein bisschen basisdemokratisch irgendwie, wenn da irgendwie jemand einen Input hat, der vielleicht sogar ganz hilfreich ist, dann nimmt man den schon auch, aber wenn die Person nicht, sage ich mal, direkt involviert ist oder Verantwortung übernimmt. Das ist halt die Frage, inwieweit man da dann geht. Natürlich, bei einer professionellen Produktion kann natürlich sicher nicht jeder mitreden, das ist eh klar, aber wenn du das in Hollywood probierst, natürlich wird das nicht funktionieren, da wirst du wahrscheinlich ausgekaut irgendwann, weil es Maske vielleicht zu viel Inputs gibt. Also ich finde es auch spannend, zum Beispiel ein Schauspieler, wenn er jetzt was anders sagen will, prinzipiell hält man sich auch an das Drehbuch, weil dafür gibt es Förderung und so weiter. Aber nicht jeder Regisseur hält sich immer zu 100% das Drehbuch. Der Regisseur, wenn das Drehbuch einmal liest, der macht sowieso seine eigene Regiefassung und da war es dann etwas. Aber wenn jetzt ein Schauspieler improvisiert und jetzt etwas anders sagen möchte, ist es durchaus möglich, auch das dann zu nehmen. Aber prinzipiell hält man sich ja schon an das Drehbuch. Aber so wie du sagst, die Inputs oder Vorschläge kommen natürlich auch seitens Schauspieler durchaus vor. Deswegen, wenn du da so einen Film produzierst, inwiefern bist du da in das Casting dann involviert? Ich denke, das ist ja wirklich ganz wesentlich, oder? Möchtest du da auch mitreden oder überlässt du das komplett dem Regisseur? Nein, also das Casting, das haben wir auch schon durchaus gemacht, wo ich auch dabei bin. Weil ich möchte schon wissen, was ich produziere. Und das gehört für mich auch dazu, weil das Casting, da soll man auf jeden Fall nicht am falschen Ende sparen. Da gibt es den Casting-Direktor, dann gibt's, dann bist du dabei als Produzent jetzt, sage ich einmal, ich bei meinen Projekten, weil ich auch sehen möchte, wie spielen die diese Rolle. Und der Regisseur hat aber schon auch ein Wörtchen mitzureden. Sagt zum Beispiel, ich hätte gern diesen und diesen Schauspieler, dann halte mich aber an die Vorgaben des Produzenten, auch jetzt in der finanziellen Hinsicht. Dann ist das auch zu berücksichtigen. Aber es ist ja gar nicht so wesentlich eigentlich, oder? Naja, wenn der Regisseur jetzt genau diesen Schauspieler will, dann nehmen wir auch diesen Schauspieler. Und dann machen wir, wenn dieser Schauspieler jetzt dann zum Casting kommt, dann wird das Casting nicht besonders lang halten. Das ist dann auch für die anderen, wo man noch nicht genau weiß, welche Rolle jetzt besetzt ist durch welchen Leuten jetzt, dann ergibt sich das im Laufe des Castings, und nach dem Casting wird dann die Rolle vergeben. Dann wird entsprechend lang gecastet oder ganz viele Leute, aber bei größeren Projekten ist durchaus ein Massencasting auch üblich, aber jetzt bei Hitchcock steht ja zum Beispiel in dem Ruf, dass er Schauspieler als Techniker gesehen hat eigentlich und zu ihm Schauspieler anscheinend gesagt haben soll, einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck einfach zu wahren und den Text zu sagen. Er erzählt die Geschichte dann mit der Kamera und im Schnitt. Ja, das ist ja ein seltsamer Ansatz eigentlich, aber man merkt schon, wenn man sich die Filme anschaut, ich habe mir letztens wieder Psycho angeschaut, ich glaube, der hat das wirklich so gemacht, ganz ehrlich. Also und das zeichnet auch diese Filme aus, irgendwie, oder die Schauspielerei ist wirklich eigentlich sehr zurückgefahren. Also es ist wirklich, man gibt sich da nicht Mühe, also es ist kein Overacting. Und dadurch ist es eine Klasse, ich glaube, dass es unter anderem dadurch und durch den Schnitt so ist, dass so dieser Stil entsteht bei ihm, ganz stark sogar. Weil diese Leute immer sehr neutral reinschauen. Die Schauspieler wird wirklich gesagt, tone it down,
10% sonst gar nicht. Einfach dastehen und sprechen. So irgendwie, ja. Der war da ganz streng mit den Leuten, komischerweise. Gefällt dir dieser Stil auch? Ja, wir müssen dann, genau. Es ruft schon wieder der Brotberuf bei uns beiden. Wir ja, täglich heute, Brot steht an. Wir müssen und das hat auf jeden Fall seinen Eindruck, finde ich. So auch ja. Mit Hitchcock. Jeder hat seinen eigenen Zugang und wenn man da stilistisch vorgeht, prägt es auch die Handschrift eines Regisseurs oder Kameramanns. Hast du das zeichnet sie dann auch aus, die Filme von denen. Bitte? Wie ist deine spezielle Handschrift? Naja, die spezielle Handschrift, die wird sich auf jeden Fall bewahrheiten. Das bedeutet, dass sie im Laufe der Jahre, Jahrzehnte durch die Mitwirkung von vielen Kinofilmen jetzt dann herauskristallisiert und dass man dann klar erkennt, ja, der hat diesen Film gemacht, wenn man ein bisschen ein Hintergrundwissen hat. Das merkt man dann oft auch schon bei wirklich erfahrenen bzw. älteren, zum Beispiel Scorsese zum Beispiel arbeitet jetzt ausschließlich mit Schauspielern, die älter sind. Ne? Er hat gerne Robert De Niro, 70 oder 79 und will die schon ziemlich eingespielt sind und denen kauft man das natürlich dann auch sofort ab. Und wir setzen das Gespräch fort, würde ich ja sagen, weil wir müssen jetzt wirklich, es ist schon wieder der Brotberuf, der hier ruft, aber sprechen wir einfach dann darüber, wenn es Konkretes gibt bei deinem neuen Projekt, das würde mich sehr interessieren. Ne? Würde mich sehr freuen. Die Werbetrommel vielleicht auch schon ein bisschen rühren, weil der Kanal noch ein paar mehr Abonnenten hat. Bei der Gelegenheit bitte den Kanal abonnieren und dann einfach informiert werden, wenn ein neues Video kommt. Und wenn ihr das Ganze auf Spotify oder irgendwo anders im Audio hört, da gibt es auch die Möglichkeit. Und natürlich mehr Inspiration auf kollektiv-magazin.com. Da mal reinschauen.